Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. Und mir fällt gerade auf, ich habe die Musik schon, glaube ich, schon wieder vergessen. Irgendwann schaffe ich das nochmal. Ganz kleinen Moment. Gleich habe ich sie da. Na, du kommst mit. Aber warte. Hatte ich nicht noch. Na, ich schaffe das noch. Ja, jeden Moment. Ja, fast geschafft. So. So, geht doch. Ich glaube, ein klein bisschen lauter könnte es schon auch. So, ich habe jetzt offscreen hier den Reaktor fertig gebaut. Der muss jetzt nur noch gepowert werden. Und wir müssen eine Energieleitung noch dazu legen. Da können wir ja mal gerade hier den Weg verlegen. So, Weg ist gelegt. Oh Mann. So, ich nehme auf jeden Fall jetzt mal so ein paar. Ob die drei reichen, ich bin mir echt nicht sicher. Ich nehme mir auf jeden Fall schon mal hier so ein Stale-Uran mit. Weil wir hoffen, dass wir dann auch genug Uran auf Reserve haben. Mann, kann ich hier nicht auch irgendwo. Die sind aber eh. Ah. Das ist eigentlich auch nochmal abreißen. Ich glaube, das machen wir sogar nachher. So, das ist da. Das kommt hier rein. Alter, findet der schluckt aber. Und wir aktivieren den Reaktor. Tor. Der hat hier kein. Moment. Wo ist denn der verbunden mit dem Strom? Hier rüber, okay. Ich glaube, das Problem ist langsam, der kommt bis da hinten gar nicht durch, der Strom. Was ist denn? Die VSW läuft ja auch. So, die läuft hier rüber. Mal so ganz grob angenommen. Was wäre denn, wenn wir die VSW-Farm abstecken würden? Aber dafür würde ich ganz gern mal kurz mir eine Axt holen. Aber ich mache mal hier die. Kein Wunder, dass das nicht klappt. Hier ist ja auch gerade keine Verbindung. So, schauen wir jetzt mal genauer nach. Kann sein, dass ich auch einfach nur gerade das Fett ein bisschen verdödelt habe. So viel zu dem Thema. Aber ich. Also, ich würde hier oben eigentlich ganz gern so eine. Was wäre denn? Sagen wir mal so ganz hypoprophylaktisch. Wenn wir jetzt. Wir haben jetzt noch hier eine Energiezelle über. Okay, die lädt sich auf, bekommt aber keinen Strom. Boah, ich liebe dieses neue Lied. Also ganz kurz das Lied hier von B2B, was ich gerade laufen habe. Na, der braucht Strom. Das Lied, was ich hier gerade laufen habe, das ist ein neues Lied von Bittery. Habe ich mir mal sofort gezogen. Und ich liebe das. Konnte einfach nur sagen. Oder kann ich die auch? Oh, ja. Na. Mach mal hier die ganzen fehlenden. Oh, nicht fehlenden, kannst du nicht sagen, die unnötigen Leitungen raus. Nein, 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 nein. So wollte ich das. Verdammt.
Aber hier ist, scheint irgendwo noch ein Fehler dran zu sein. Irgendwo wird das abgezwackt. Oder wir machen das anders. Wir holen uns da jetzt mal gerade. So ein bisschen Strom haben wir gerade. Okay. Ich tue mal hier die Flöhe Doktor und so weiter raus. Räume jetzt erstmal mein Inventar auf. Oh Mann, ich hatte eigentlich was anderes geplant für diese Aufnahme. Aber wieso geht das? Mann, ich wollte doch einmal. Ach, das sollte auch noch einmal aussehen, als hätte ich einen Plan von allem. Obwohl ich einen Plan von gar nichts habe. Oh Mann. Also, irgendwie merke ich schon, da gibt es keinen mehr, wenn ich irgendwann mal nach Plan aufnehmen möchte. Okay. Also gut. Und zwar wäre es, glaube ich, doch nochmal Zeit, dass wir hier die Energieleitung, also die Conduits, mal langsam austauschen. Ich weiß aber noch nicht, die Hochenergie machen. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall noch nicht die Redstone-Energie machen. Nein, das ist ein bisschen zu extrem. Ich hatte jetzt erstmal vor, die... Na, wie heißen sie? Ich glaube, das da hinten weiß ich dann. Ich glaube, hier ist der Stromfresser. Oh, wisst ihr was? Bevor ich jetzt hier weiter die ganze Zeit nach der Stromquelle suche, machen wir mal was, was ich noch nie getestet habe. Und zwar machen wir jetzt heute einmal ganz kurz einen Multimeter von Thermal Expansion. Da kann man ja sehen, wo die Energie ankommt und wo nicht. Ist ja quasi der EU wieder von Thermal Expansion. Okay, eine Elektromobil, wird es dann Kontakt? Ja, das sollte reichen. Eins. Eins. Ich behalte euch im Auge. Ey, das kann doch nicht sein. Die wächst seit 3 Tagen nicht und die ist schon währenddessen auf 43% gewachsen. Ach, ich bin doch auch blöd. Wir brauchen doch 2 davon. Mäh. Wir brauchen noch ein Elektron-Gear. Entschuldige auch teilweise, wenn ich heute ein bisschen ruhiger bin. Bin vor einer halben Stunde, sag ich mal, aufgestanden. Und hab dann aus dem Fenster geguckt und ich denke nur, jupp. Du darfst heute ran, du darfst heute mal schön Schnee schütten. Ja, der hat mich gesehen. Irgendwas muss ich mir noch einfallen lassen. Ach, das Zombie-Fleisch. Okay, ich mache jetzt auf jeden Fall einmal das Elektrum-Gear und wäre froh, wenn ich nicht gestört würde. So, Elektrum-Gear. Ein Elektrum. Können wir schon wieder so? Nein, gut. Also das ist ja richtig schlimm mit den Zombies teilweise. So, Elektrum-Gear. Lead und Kupfer, stimmt dazu? Jawohl, wir haben einen Multimeter. Und wie kann. Okay, da kommen 45 anscheinend an. Ich benutze es auch gerade zum allerersten Mal. Wie sieht das hier aus? Hier kommen die vollen 80 an. Da wird es aber ganz jetzt auch so. Muss ich das verstehen? Die haben beide voll. Ah, das ist ja circa so. Ja, okay.
Och, das wird lustig, das wird... Nein, 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 nein. Ja, das wird lustig. Weil ich aber gerade so schnell mache, muss ja jetzt keiner mitbekommen. Und ich habe ja hier noch jede Menge Ethanol drin. Die Energie, die hier übrig ist, lasse ich dann mal in die Forestry laufen. Dann machen wir... Ich habe Enderman gehört. Den Enderman haben wir jetzt mal ganz schnell auf die Fresse. Nein, aber nicht auf die Fresse. Den fangen wir endlich an, dass wir einen haben. Hallo Enderman und in den Pokéball. Sehr schön, wir haben Enderman gefangen. Mach mal hier die Spinnen weg, die machen mich schon wieder nervös. Dann tue ich das Safari jetzt mal in die Kiste, weil ich es da eh wieder vergessen haben. Nein, eigentlich sollte das da rein. Dann kann der Cyanid mal hier in die Truhe. Wieso ist denn hier eigentlich noch Zertesquatsch? Das hat doch eigentlich auch noch da oben. Okay. Und dann heißt es jetzt doch endlich mal die ganzen Leitungen einmal abmachen. In der Zeit können wir eigentlich auch die Reaktoren ausmachen. Nein, falsch. Nein, falsch. Gut, das wird dann heute einmal eine Austauschfolge. Gut, muss ich einmal kurz den abreißen. Aber der kriegt ja nachher auch wieder schön Energie. Und notfalls haben wir ja noch eine Energy Cell. Die brauchen wir gerade nicht. So, dann machen wir mal hier den Weg frei. Und machen einmal einen Weg hier runter. Da sollte man ja so circa hier rauskommen. Jawohl, ja. Das läuft ja schon mal wie geschnürt. Boah, weißt du, was mir jetzt wieder einfällt? Kennt ihr noch, als man... Okay, jetzt muss ich das irgendwie geschickt ausdrücken, weil... Naja, wir sind ja alle was anderes da. So verschieden halt. Moment, hat... Die bekommt wieder Strom, das ist schon mal sehr gut. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als Kleinkinder, sag ich mal, wo es da noch diese Gummibandschnüre gab? Die habe ich letztens mal wiedergefunden. Boah, ich fand die so awesome. So. Dann gibt es halt momentan noch mal keine Query. Kann man ja vielleicht dafür nutzen, um die ganzen Items, die wir haben, mal zu verarbeiten. Der wird zwar gut. Ja, okay. Mhm. So, auf jeden Fall. Wir wollen heute dann mal, wenn wir uns die Conduits mal anschauen, eigentlich Conduit, machen wir aus den Leadstone Energy Conduits ein paar Hardened. So, dafür brauchen wir Redstone, Invar oder hier so ein... Ja, so ein Conduit machen wir ein Conduit, finde ich immer noch das gutes Rezept. Auf jeden Fall am besten machen wir das echt mit den...
Ja, da ist ein Besuch. Man merkt bei euch schon gut, dass ich eben erst aufgestanden bin, ne? Heute fehlt mir ja heute wieder prächtig. Das ist natürlich auch jetzt keine Ausrede oder sehen. Nee, 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 das ist nur, weil ich eben aufgestanden bin. So. Ein Inver haben wir. Natürlich hätte ich vorher was machen können, aber nein, ich muss das jetzt sofort machen. Hatten wir nicht noch eine. Wir hatten nur noch eine Leadstone Energy Cell. Wo ist denn die hin? Das will ich jetzt mal kurz wissen, ob ich habe die für die Witz. Nee, für die Witz habe ich die nicht. Nee, nee, nee. Wo ist denn die Leadstone hin? Ich bin doch nicht blöd. Also natürlich bin ich blöd, aber nicht so blöd. Und ich sehe schon kommen, in irgendeiner Folge hatte ich die dann irgendwo anders verbaut oder was weiß ich. Hier ist die nicht. Wie sieht das hier aus? Aua. Mache ich nachher. Da hat sich was verbunden. Zu dem Haus kommen wir dann doch in der nächsten Folge. Hier hatte ich keine Energie, ne? Nee. Oder hatte ich. Gut. Okay, alles klar. Wir brauchen eine neue Energie. Komm, das MW-System kann einmal leer laufen. Frage mich immer noch, was ich jetzt mit den ganzen Stills mache. Vielleicht kann man da irgendwie nochmal was. Nein, falsch Truhe. Was schöner aufbauen. Okay. Dann nehme ich mal so 30 Eisen und was Ferrous. Lass das mal was voll laufen. Natürlich die Energiezelle daneben. Ist gerade unsere einzige Energie, die wir haben. So, die gibt ab, die macht uns schon mal was, das ist sehr schön. Was ich ja schon mal machen könnte, wir haben ja jetzt noch hier drei, schon mal drei Hardnet. Beim nächsten Mal werde ich das auf jeden Fall auch offscreen machen. So, hüpfen wir mal hier runter. Doof, 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 doof. Gut, da ist die Energieversorgung wieder gesichert. Da mache ich das später. Nein. Die reichen schon mal 400. Wenn ich das Ganze hier rüber verlagere. Ich glaube, das würde ein Unglück geben, wenn ich das jetzt anfangen würde. Ich lasse die Quavis jetzt nochmal fertig laufen. Nee, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ist gerade von heißer Hand so passiert. Schau ich mal kurz, ob die Query dann wieder läuft. Ja. Danke. Boah, ich finde das so schade. Ja, die läuft ja schon mal super. Ah, natürlich müssen wir dann hier auch noch austauschen. Wow, fetter Leck. 33 Invar. Oder wie ein gewisser Herr immer gesagt hat, Invar. Ich kann das echt einfach nicht nachmachen, aber ich finde das so awesome. Muss ich Trivolo Resch geben.
So, jetzt kommt es sogar was mehr an. Wie lange nehme ich schon auf? 20 Minuten, dann mache ich aber jetzt fertig. Alter, ich erschrecke mich jedes Mal bei diesem scheiß Bildschirm von HP Update. Ich weiß nicht, bei wem es noch so ist, aber... Kennt ihr diesen tollen Update-Screen von HP für die Drucker von HP und so weiter? Diese tolle Nachricht, die dann bekommt. Ich erschrecke mich da jedes Mal. So, MS. ME-System ist wieder da, sehr schön. Dann machen wir jetzt hier langsam mal den Weg fertig. So, jetzt müsste ich... Weißt du was, das ist nicht so geheuer. Mist. Machen wir so, dass wir dann hier die Redstone Energy Cell dazwischen klatschen. Das ist ja kein Problem dann soweit. Die bekommt von hier und gibt nach da aus. Lässt sich auch schon auf, jawohl, so will ich das haben. So, nehmen wir hier die Cover wieder. Macht das wieder schön. Also für meine Fälle ist es schön. So richtig schön, schön ist was anderes. Da muss ich die Cover auch noch verstecken. Irgendwas sagt mir jetzt aber, dass ich noch irgendwo was vergessen habe. Stimmt, hat ihr mir ihre Energie auch von hier bekommen. Gut. Okay. Dann haltet ihr hier auch nochmal lustig Energie raushopfen. Ja, kann ich mal hier die Äpfel was anstauen. Bis dann habe ich es auch geschafft, hier rauszukommen. Letzten Furnace braucht man eigentlich auch nicht mehr. Boah, das sieht hier ja auch immer noch aus, wie die Baustelle diese ist. Habe ich hier mal die Verbindung, hier läuft ja eh gerade nichts. Ich habe die Energy Cell gefunden. Den Tank im Inventar. Habe ich Tank oder Trank gesagt? Gut, hier steht immer gerade alles still. Sehr schön, so würde ich das. Das hat auch noch keiner gesagt. So, die Fabrik ist fertig. Sie steht da jetzt still. Sehr gut, Jungs, bin stolz auf euch. Lass ich hier den Kabelkanal rüberlaufen. Das machen wir dann auf jeden Fall nochmal. Oder? Ich glaube, ich mach dann nachher nochmal schön. Wir haben jetzt Stagger Redstone. Und ich muss dann doch schon die Aufnahme unterbrechen. Bis dann, tschö. Entschuldigung, da musste ich dann mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Da hat es gerade an der Tür geklingelt. Und das war momentan wichtig. Aber dann mache ich es noch ganz schnell kurz in der Aufnahme weiter. Also so schnell werdet ihr mich nicht los. Mich schafft er noch ein bisschen länger mal als
Naja, mindestens so lange, bis ihr das Video beendet. So. Dann nehmen wir mal hier wieder rüber. Einmal hier nach oben. Nach hier oben. Dann hier unten drunter. Durch. Hier wieder nach oben. So, wenn ich sie jetzt hier wegmache, bekommen die hier einen Strom. Sehr schön. Klappt doch alles. Jetzt muss ich nur noch da den Tank hinsetzen. Das E-Kabel hier wieder verbinden. Die haben alle Strom, so gefällt mir das. Mach ich den Reaktor wieder an. Oder die Reaktoren. Die fülle ich, glaube ich, dann nochmal ganz kurz nach. Und dann wartet auch schon für diese Folge. Naja, schon ist gut. Die Folge ist mittlerweile... Ah, jetzt habe ich keine genaue Zahl, weil ich schon unterbrochen habe. Aber auf jeden Fall ist es lang genug. Das wollte ich damit ausdrücken. Uran wird teilweise was knapp. Muss ich mal schauen, dass ich so ein bisschen schneller Uran verarbeite. Aber naja. Das war's dann für diese Folge. Wenn sie euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, es hat euch gefallen. Und das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.